Das bringt uns zurück in den regulären Ablauf der Tagesordnung. 43 ist der nächste Punkt, der aufgerufen wird. Bebauungsplan 398-10 Dresden-Strehe Nummer 8, Wissenschaftsstandort Dresden-Ost, Teilbereich 1c. Hier liegt ein Änderungsantrag von Bündnis 90 Die Grünen vor. Frau Krause. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste im Saal und im Stream. Es ist Zeit für ein bisschen praktischen Klimaschutz in unserem allerwichtigsten kommunalpolitischen Einflussbereich, den wir dort haben, und zwar der Bauleitplanung. Gleich möchte ich noch vorausschicken, dass ich keinem der vorgelagerten Beschlüsse zu dem jetzt zur Beschließung anstehenden Bebauungsplan zugestimmt habe. Da wäre zu nennen der alte Verkehrsentwicklungsplan, da wäre zu nennen der Beschluss zur Liebstädter Straße von 2018 und auch alle vorausgegangenen Schritte zu diesem Bebauungsplan. Was will ich, was wollen wir Grünen jetzt mit diesem Änderungsantrag? Die Stadtverwaltung und auch wir als Stadtrat sind dazu verpflichtet, die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes des Bundes einzuhalten. Und wir sind auch dazu verpflichtet, eine sparsame Haushaltsführung einzuhalten. Was hat das hier zu bedeuten in diesem Zusammenhang? Die Landeshauptstadt Dresden befindet sich bisher noch nicht auf einem ausreichenden Reduktionspfad, was die Erreichung der Klimaziele angeht. Ganz besonders betrifft das auch den Verkehrsbereich. Hier gibt es seit Jahren eigentlich überhaupt keine Bewegung. Was passiert, wenn man neue Straßen baut? Es entsteht mehr Verkehr. Das ist eine Binsenweisheit aus der Verkehrswissenschaft und hier wird genau das passieren. Der vorgelegte Plan weist aus meiner Sicht einen Grad an Übererschließung auf, der eben auf lange Sicht wirklich zu einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens führt, was auch an der Stelle unnötig ist, weil die eigentlichen Erschließungsaufgaben auch über einen Teil der Straßen erfolgen können, die dann noch übrig bleiben würden, wenn man dem Beschluss folgen würde. Der Änderungsvorschlag schlägt vor, auf insgesamt etwa 4.000 Quadratmeter Verkehrsfläche zu verzichten. Dem Beschluss von 2018 war zu entnehmen, dass die Liebstädter Straße im Straßenbau insgesamt ungefähr 5 Millionen Euro kosten soll. Der hier zur Streichung vorgeschlagene Abschnitt macht etwa ein Fünftel aus, heißt also etwa 1 Million Euro. Jetzt war das 2018, inzwischen ist der Baupreisindex um 34% gestiegen. Das heißt, hier gibt es ein Einsparpotenzial von immerhin 1,34 Millionen Euro. Was folgt noch? Es gibt natürlich auch die Pflicht, Straßen und Wege in der Unterhaltung zu bedenken. Wir haben ganz viele Straßen in Dresden, die in einem schlechten Zustand sind. Wir haben erhebliche Aufwendungen damit, die Unterhaltskosten zu leisten. Hier wäre also Potenzial, etwas einzusparen. Denn die kommenden Generationen müssen all diese Straßen, die wir jetzt neu bauen, auch unterhalten können. Ich hatte schon gesagt, die Erschließung, die noch notwendig ist, kann über die verbliebenen Planstraßen realisiert werden. Und was auch noch ein Gewinn wäre, wir haben dann mehr Fläche zur Verfügung für das eigentlich mit dem Plan verbundene Ziel, nämlich für die Ansiedlung von Firmen beziehungsweise in einem Teilbereich für den Erhalt einer Schulgartenfläche, die jetzt zurzeit liebevoll gepflegt wird von den Lehrerinnen und Lehrern und den Schülerinnen und Schülern der 128. Oberschule, die sich dort befindet. Es ist auch so, dass durch diese Verkehrsverbindung, die dort entstehen soll, eigentlich noch kein wirklicher Effekt entsteht, denn es gibt keinen Anschluss an das überörtliche Netz. Das heißt, die Donaustraße wird nicht erreicht, die Bundesautobahn 17 wird nicht erreicht. Es gibt in dem alten Verkehrsentwicklungsplan dann noch eine zweite Ausbaustufe, da geht es dann durchs Wohngebiet. Ich glaube nicht, dass das realistisch umzusetzen ist, also sollte man auch schon im ersten Schritt aufpassen, wie viel Verkehrsfläche man tatsächlich baut. Also die zu erwartenden Entlastungen an anderer Stelle sind eigentlich nicht möglich zu realisieren, solange nicht der komplette Verkehrszug gebaut wird. Die 128. Oberschule, wie gesagt, liegt dort jetzt und würde, wenn wir jetzt den Bebauungsplan beschließen, so wie er ist, an ihrer gesamten Freifläche plötzlich eine große Straße haben, die so ist wie die Rijker Straße in ihren Ausmaßen. Ich finde, das ist eigentlich nicht angemessen.
Hinzu kommt noch, dass im Plan auch vorgesehen ist, die Ausgleichsmaßnahmen sonst wo zu machen, nicht im Stadtbezirk, nicht im Stadtviertel. Ich finde, das sind wirklich Punkte, die man sich nochmal überlegen kann. Und wer jetzt sagt, das kommt ja alles so spät, dem kann ich nur sagen, wir haben das jetzt in der Hand, das zu entscheiden. Es ist nie zu spät für Klimaschutz. Und alle diejenigen, die das damals mitbeschlossen haben, sollten bitte bei den Haushaltsdebatten etwas Zurückhaltung üben, wenn es dann heißt, die Grünen verhindern Klimaschutz. Dankeschön. Zum Vorab ist mir lediglich eine weitere Wortmeldung signalisiert worden. Herr Schmidt. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, Kollegen, liebe Gäste. Ich mache das relativ kurz. Wir sind beim Bebauungsplan, beim Satzungsbeschluss in der letzten Runde. Jeder Bebauungsplan durchläuft den Ausschuss 3-4 Mal in mehreren Lesungen und wir hatten dort lange genug Zeit und das hatten alle lange genug Zeit, dort irgendwelche Änderungen einzubringen. Und liebe Frau Krause, ich weiß nicht, warum diese Änderung ausgerechnet in der letzten Runde in der zweiten Lesung eingebracht wird, wo wir einen Bebauungsplan noch mal komplett neu aufmachen würden und eine neue Offenlage verursachen und also komplette Änderungen. Es ist für mich vollkommen unverständlich, aber also zumindest aus planungsrechtlicher Sicht unverständlich, weil die ganzen Begründungen, die Sie gerade vorgetragen haben, kann ich nie nachvollziehen. Es ist natürlich verständlich, wenn man daran denkt, wir wissen alle, dass Sie tatsächlich ein Ziel haben, nämlich Autos zu verhindern und Autos oder Verkehrsstrecken zu vermeiden, wo Autos fahren könnten. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, diese Straße, die Liebstädter Straße, die wir dort verlängern wollen und durchführend machen wollen, die brauchen wir dringend im Stadtteil. Wir wissen alle, wie es auf der Reisgi-Straße aussieht. Wir wissen, wie es auf der Lohmannstraße aussieht. Auf keiner von beiden Straßen, auf der Lohmannstraße geht es gerade so. Da kann man mit dem Fahrrad fahren. Auf der Reisgi-Straße ist das Fahrradfahren lebensgefährlich. Ja, weil da Autos fahren, aber es gibt halt auch für die Autos keine Alternative. Und wenn wir irgendwie mal dazu kommen wollen, also ich würde da gerne mit dem Fahrrad vernünftig langfahren wollen, aber ich fahre auf der Reisgi-Straße tatsächlich eben nicht mit dem Fahrrad, weil es mir zu gefährlich ist, weil es einfach keinen Platz gibt. Und dort haben wir auch keinen Platz, irgendwo auszubauen, weil es gibt Grundstücke, die bis an die Straße rangrenzen. Und das Ziel bei diesem ganzen B-Plan hier ist doch, einen Wissenschaftsstandort zu entwickeln. Das heißt also, dort Unternehmen, Wissenschaftseinrichtungen anzusiedeln. Da gibt es Verkehr, natürlich gibt es da Verkehr. Und da brauchen wir auch entsprechende Erschließungen dieser Grundstücke. Wir wissen heute noch nie, wer genau auf diesen angrenzenden Flächen dort künftig angesiedelt wird. Aber für all das gibt es ja eine Planung, die die Verwaltung lange genug gearbeitet hat. Man hat sich was dabei gedacht. Und deshalb werden wir diesen Änderungsantrag selbstverständlich ablehnen und hoffen, dass heute der Rat das auch mehrheitlich so macht und wir diesen Bebauungsplan am Ende, so wie er jetzt ist, in die Beschlussfassung bekommen. Was das Thema Ausgleichsmaßnahmen angeht, da bin ich tatsächlich auch dabei. Ausgleichsmaßnahmen gehören tatsächlich immer in die Nähe der Maßnahme. Umweltausgleichsmaßnahmen, ich bringe das bei jeder Gelegenheit, wo es irgendwie passt. Bestes Beispiel war damals der Bebauungsplan für den Bauhaus in Nickern. Die Ausgleichsmaßnahme hat in Schönburten stattgefunden. Das hilft den Leuten in Nickern herzlich wenig für das Mikroklima. Insofern ist das natürlich eine Aufgabe an die Verwaltung, Ausgleichsmaßnahmen dorthin zu packen, wo sie hingehören oder wo die entsprechenden Eingriffe erfolgen. Beim Kaufpark Nickern zum Beispiel haben wir es ganz gut hinbekommen. Dort finden die Ausgleichsmaßnahmen in der Nähe statt und das wäre hier natürlich auch wünschenswert. Das ist aber ein Wunsch an die Verwaltung, künftig an die Stadtplanung. Vielleicht klappt das ja mit dem neuen Stadtplanungsamtschef dann auch etwas besser. Und ansonsten, wie gesagt, wir werden diesen Änderungsantrag selbstverständlich ablehnen und der Vorlage zustimmen. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldung, Herr Lazinski und dann Herr Engel. Ja, vielen Dank. Ich würde es kurz machen. Wir haben ja dort quasi mit dem B-Plan für den Wissenschaftsstandort, denke ich, ja auch einen gewissen Bedarf, eben für die Wissenschaft. Zudem haben wir dort, sage ich mal, einen sehr gut ausgestalteten bahnparallelen Radweg, der natürlich ein massiver Gewinn auch für den Radverkehr ist. Der ist kreuzungsfrei gestaltet, soll kreuzungsfrei gestaltet werden über die Liebstädter Straße. Ich denke, das ist eigentlich was eigentlich sehr Gutes für den Radverkehr, weshalb ich jetzt nicht ganz verstehen kann, warum Frau Krause das ausbremsen möchte. Würde aber gerne nochmal auch aus planungsrechtlicher Sicht um Stellungnahme der Verwaltung bitten, inwiefern das jetzt überhaupt zulässig ist und welche eventuellen Verzögerungen dadurch jetzt entstehen könnten.
Und Herr Engel, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, also von meiner Seite hat sich auch erstmal die Frage Richtung Verwaltung, welche zeitlichen Auswirkungen hätte jetzt ein so geänderter Satzungsbeschluss, also wir bewegen uns ja nicht auf der Ebene des Entwurfs, sondern tatsächlich schon deutlich weiter, mit was für, sagen wir so, Problemen hätten wir da auch eventuell zu rechnen, was so die Erschließung auch der Gewerbeflächen auch anbelangt. Und zum Zweiten will ich nochmal auf ein, zwei kleine Aspekte hinweisen. Der Straßenabschnitt, um den es jetzt hier geht in diesem Änderungsantrag, ist der Straßenabschnitt, über den zum Beispiel auch vorgesehen ist, den Radverkehr in diesem Gebiet zu führen. 2 Meter breite Radfahrstreifen auf beiden Seiten, laut Vorlage. Genau diesen Straßenabschnitt wollen Sie jetzt rausnehmen und praktisch den Verkehr über, ich glaube, die Planstraße 1 führen, die den, zum Beispiel den kompletten Radverkehr nur im Mischverkehr dann führen möchte, laut der Vorlage. Das finde ich noch nicht so ganz die überzeugende Lösung. Wir haben im Radverkehrskonzept auch den Mangel 592, der genau auch die Liebstädter Straße nochmal adressiert. Also aus meiner Sicht passt das noch nicht alles ganz zusammen. Dementsprechend kann meine Fraktion diesem Änderungsantrag jetzt hier so nicht zustimmen. So, dann nochmal Frau Krause und dann wird der Herr Kühn nochmal für die Verwaltung. Ich möchte nur noch mal ganz kurz auf 2, 3 Sachen eingehen. Wir haben gestern hier gehört, listen to the science. Die Verkehrswissenschaft sagt, lasst es lieber. Wir versiegeln neue Fläche, wir zerstören das Mikroklima am Ort, obwohl es möglich wäre, den Verkehr anders abzuwickeln. Wir haben gestern hier auch gehört, Arbeitsplätze, ja, aber bitte nachhaltig. Was wir hier anbieten, ist eine Angebotsplanung aus den, ich sag mal, gefühlt 90er Jahren vom Stil her. Das ist nicht ganz auf der Höhe der Zeit aus meiner Sicht. Jetzt kann man sagen, ja toll, du ist die eine Straße, wo Radwege eingetragen sind. Ich glaube, niemand kann wirklich davon ausgehen, dass nur weil irgendwo Radstreifen auf die Fahrbahn gepinselt sind, dass es dann alles plötzlich zu einem nachhaltigen Projekt wird. Es gibt zum Beispiel auch keinen ÖPNV. Natürlich ist der Radweg entlang der Bahntrasse eine gute Sache, aber den habe ich ja hier überhaupt gar nicht angetastet. Also insofern bitte ich ja nur darum, sich nochmal zu überlegen, ob man das ganze Plangebiet nicht etwas schlauer aufstellen kann. Und natürlich ist es so, dass es zu Verzögerungen kommen würde. Das möchte ich überhaupt nicht abstreiten, aber ich denke, es wäre kein Problem, den Radverkehr auch über Planstraße A und B abzuwickeln. Ich glaube, dieses Talent haben die Stadtplanerinnen und Stadtplaner in unserer Verwaltung, dass sie das gut hinkriegen würden. Dankeschön. Wir haben im Bauausschuss schon deutlich gemacht, dass wenn der Änderungsantrag, der schon im Bauausschuss vorgelegen hat, beschlossen werden würde, wir in eine erneute Offenlage des Bebauungsplans kämen. Dazu würde die zeitliche Gültigkeit des Artenschutzgutachtens ablaufen. Das heißt, Sie müssten ein neues Artenschutzgutachten machen. Dafür ist dann eine ganze Vegetationsperiode einzuplanen. Würde bedeuten, dass der Satzungsbeschluss für diesen Bebauungsplan im ersten oder zweiten Quartal 2024 erst erfolgen könnte. Es ist immer angesprochen worden, Ausgleichsflächen in der Nähe zu finden. Ja, das ist natürlich immer Ziel der Verwaltung, das ist keine Frage. Die Gründe sind ja auch schon genannt worden, aber es ist schlicht und ergreifend immer eine Frage der Flächenverfügbarkeit. Mit dem von Ihnen beschlossenen Flächenerwerbs- und Entwicklungsstrategie soll aber natürlich genau durch eine Ankaufspolitik sichergestellt werden, dass wir eben auf Flächen zugreifen können, sei es durch Tausch oder eben durch Ankauf, um Ausgleichsmaßnahmen in der Nähe von Eingriffen zu machen. Aber das ist eben in dem Fall hier nicht gelungen. Also wie gesagt, der Zeitverzug wäre durch eine erneute Offenlage und neues Artenschutzgutachten mehr als ein Jahr. So, damit ist die Rednerliste abgearbeitet. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Änderungsantrag Bündnis 90 Die Grünen zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
12 Ja-Stimmen, 44 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen, damit abgelehnt. Wir kommen damit über die unveränderten oder über den unveränderten federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung und Sie sind an der Reihe. Ja. 57 Ja-Stimmen, 1 Nein, 1 Enthaltung, damit so beschlossen. Damit